Buddha und der wütende Mann. Einst besuchte Buddha ein Dorf. Alle freuten sich, als sie ihn sahen. Buddha erzählte viel und die Leute hörten ihm gebannt zu. Plötzlich kam ein junger Mann hervor, der überhaupt nicht überzeugt war und ihn nicht sehen wollte. Er glaubte, dass Buddha nur ein Betrüger sei, der seine Anhänger zu täuschen versuchte. Buddha hielt seine Rede und der junge Mann begann laut herumzuschreien, um die Rede zu stören. Buddha allerdings ignorierte ihn und dessen Anstalten, was den jungen Mann nur noch wütender machte. Sehr wütend ging er dann direkt zu Buddha hin und beleidigte ihn. Du darfst keinem etwas beibringen. Du weißt genauso wenig wie alle anderen hier. Hör auf! Du bist genauso dumm wie alle anderen. Hör auf, alle anderen zu belehren, du Betrüger! Die Menschen, die Buddhas Rede zuhörten, waren empört und versuchten, den Mann zu stoppen. Aber Buddha sagte ihnen, dass sie damit aufhören sollten. Aggression soll nicht mit Aggression bekämpft werden. Dann drehte er sich zu dem wütenden jungen Mann hin und fragte ihn lächelnd: Beantworte nur dies. Wenn du ein Geschenk kaufst, aber die Person, für die das Geschenk gedacht ist, das Geschenk nicht will, wem gehört es dann? Der junge Mann war perplex und fand die Frage zwar merkwürdig, antwortete aber trotzdem. Das Geschenk würde dann immer noch mir gehören, weil die Person das Geschenk nicht angenommen hat und ich es gekauft habe. Dann bleibt es bei mir. Buddha sagte daraufhin lachend: So funktioniert das auch mit Wut. Wenn du zornig bist und mich beschimpfst, ich aber nicht beleidigt bin und den Zorn nicht annehme, dann gelangt der Zorn zu dir zurück. Der Einzige, der unglücklich ist, bist im Endeffekt nur du selbst. Dadurch hast du nur dich selbst verletzt. Der Mann begriff, was Buddha meinte, und schwieg.